dem Aktionsbündnis 100 stoppen und vertrete außerdem das Netzwerk der Initiativen rund ums Ostkreuz. Vor genau 6 Jahren, auf den Tag genau, fand hier in Friedrichshain-Kreuzberg der Bürgerentscheid Spreeufer für alle statt. Mit 87% der Stimmen gegen Mederspree wurde es das bis dahin erfolgreichste Bürgerbegehren Berlins. Trotzdem wurde der Bürgerentscheid zu großen Teilen missachtet. Aber immerhin, die Bebauung fällt spürbar geringer aus als ursprünglich geplant. Die Stadtautobahn 100 soll von Neukölln nach Treptow und später nach Friedrichshain unter dem Ostkreuz bis zur Storkower Straße verlängert werden. Hier wurden 2500 Einwendungen unter jahrelangem Protest tausender Menschen komplett ignoriert. Denn vor gut einem Jahr war Baubeginn für den Abschnitt bis zum Treptower Park unter dem Ostkreuz. Unter dem Ostkreuz werden 20 Millionen für einen Autobahntunnel vergraben, obwohl es dafür noch kein Planungsverfahren gibt. Offiziell wird dieses Millionengrab übrigens Vorsorgemaßnahme genannt. Ob dieser Tunnel jemals genutzt wird, ist äußerst ungewiss. Denn die folgenden 4 Kilometer Autobahn unter dem Ostkreuz und der neuen Bahnhofstraße bis zur Storkower Straße dürften die Milliardengrenze knacken. Bis jetzt gibt es dazu weder konkrete Planung noch einen politischen Beschluss. Diese ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem Berliner Senat betriebene rückwärtsgewandte Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Auch eine Klage des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg gegen die 100-Verlängerung wurde abgewiesen und selbst das Votum der Berliner SPD auf ihrem Landesparteitag 2009 gegen dieses unmenschliche Betonprojekt wurde ignoriert. Da das Herrn Wobereit und seinem Gefolge offenbar nicht passte, übte er auf seine SPD enormen Druck aus und ließ ein Jahr später einfach nochmal abstimmen. So erzwang er eine ganz knappe Mehrheit für die Autobahn. Das ist faule Politik. Müsste Berlin die Autobahn selbst bezahlen und das wäre mit über 500 Millionen Euro für 3,2 Kilometer die teuerste Autobahn Deutschlands, so würde niemand auf diese verrückte Idee kommen. Aber da uns das Betonmonster von Bund geschenkt wird, wird so lange abgestimmt, bis es den politischen Entscheidern passt. Allerdings gibt es auch Licht am Ende des Tunnels. Die Bahn hat auf unser Drängen hin eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Bahnhofsvorplätze am Ostkreuz organisiert, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. Und sie ist bereit, eine für die 100 vorgehaltene, ca. 1 Hektar große Freifläche am Ostkreuz zu günstigen Konditionen zu vermieten, um dort eine kulturelle oder sportliche Nutzung zu ermöglichen. Und SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte vor 3 Wochen, ich kann mir vorstellen, dass wir die Bürger zur Verlängerung der 100 befragen. Er meint allerdings die Verlängerung jetzt bis Friedrichshain. Ich bin mir sicher, dass die erfolgreichen Abstimmungen zum Spreeufer und zum Tempelhofer Feld zu solchen neuen Worten bei der SPD beigetragen haben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass aus solchen Worten Taten werden. Manche werden auch vielleicht auch fragen, ich habe ja gar kein Auto, mich juckt das alles gar nicht. Und da fängt es nämlich schon an, weil über 2/3 aller Berlinerinnen und Berliner kein Auto haben. Das ist einer der geringsten Autoquoten sozusagen von Großstädten deutschlandweit. Ich glaube sogar die geringste Autoquote. Sind diese Leute natürlich auch alle ausgegrenzt, weil die können gar nicht auf der Autobahn fahren. Und andersrum, wenn man sich mit dem zu Fuß bewegt oder mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr, ist man auch ausgegrenzt. Das heißt, die Stadtautobahn ist eine ganz, ganz unsoziale Geschichte. Man könnte ja auch eine normale Straße dorthin bauen. Auf einer normalen Straße dürften wir Fahrrad fahren, spazieren gehen, uns unterhalten, vielleicht an der Rand einen Kaffee trinken und wir dürften auch demonstrieren. Das dürfen wir auf der Autobahn nicht. Aber dazu hat Berlin kein Geld. Es ist fraglich, ob man überhaupt da, wo jetzt eine Autobahn hin soll, wenn eine Straße notwendig wäre. Aber selbst wenn sie notwendig wäre, diese Straße wäre viel billiger. Aber Berlin hat auch dafür kein Geld. Man baut die Autobahn nur, weil sie vom Bund bezahlt wird. Das heißt, man erhofft sich da wahrscheinlich irgendwelche Aufträge für die Baulobby. Man möchte sich irgendwelchen bekannten Leuten irgendwelche Aufträge zuschanzen. So läuft es. Die Autobahn wird in Wirklichkeit überhaupt nicht gebraucht. Das haben selbst die Stadtplaner gesagt. Der Abschnitt bis zum Treptower Park bringt eigentlich nur Stau. Das haben wir bei Planfeststellungen rausbekommen. Es würde nur Sinn machen nach den Ideen der Stadtplaner, wenn man eben halt den Ring komplett schließt.
Dazu hat man aber auch kein Geld. Dann kann man weiter gucken mit den sozialen Auswirkungen der Stadtautobahnen. Wir sehen es jetzt in der Beermannstraße. Dort sollten 4 Häuser fallen. Wir haben durch einen langwierigen Gerichtsprozess beim Bundesverwaltungsgericht erreicht, dass nur 2 Häuser abgerissen werden müssen. Die 2 Häuser haben 5 Gebäude. Dort wohnen ungefähr über 100 Mietparteien oder haben gewohnt. Die Mieten dort waren recht preiswert. Die Leute, die da schon ein paar Jahre wohnen und alte Mietverträge hatten, haben rund 4,20 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Jetzt wurden ihnen alle gekündigt, entweder mit 3, 6 oder 9 Monaten Kündigungsfrist, je nachdem wie lang ihr Mietvertrag war. Und statt man ihnen eine angemessene Entschädigung zahlt, bietet man ihnen an, lediglich die Umzugskosten zu bezahlen und sie müssen einfach raus. Ihnen werden vielleicht auch welche Wohnungen angeboten, die total weit weg sind, natürlich auch viel teurer sind. Wenn man sich das mal ausrechnet, da zahlt man vielleicht im Monat dann 200 Euro Miete mehr. Das sind im Jahr schon 2.000 Euro. In 10 Jahren sind es schon 20.000 Euro. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen länger wohnt, sind das also richtig fette Summen. Dazu ist man sich zu fein. Die Autobahn dagegen kostet mittlerweile 500 oder 600 Millionen Euro. Also das ist eine totale Diskrepanz. Dann kann man das mit den sozialen Auswirkungen auch noch wissenschaftlich untersuchen. Das hat das Institut Topos gemacht im Auftrag von der Linken 2010. Die haben mal geguckt, wir gucken uns die Wohnungen an bestehenden Stadtautobahnen in Essen und Berlin an, gucken mal, wie teuer sind denn die Mieten. Und das Erstaunliche war, selbst die Häuser, die Wohnungen direkt an der Stadtautobahn waren, die Mieten waren fast genauso teuer wie die Mieten außerhalb. Aber die Wohnungen waren in einem erbärmlichen Zustand. Schlechte Erhaltung, kaum Lärmschutzfenster. Und dann hat man untersucht, wie lange wohnen die Leute da. Und welch Wunder, sie wohnen dort schon sehr, sehr lange, weil es bleiben dort die Leute wohnen, die nicht mehr umziehen können, die sich nicht mehr leisten können, die keine Chance haben. Und man hat auch untersucht, was verdienen denn diese Leute? Das ist auch klar, ganz genau ausgerechnet, die Leute haben weniger Einkommen oder kein Einkommen. Wenn sie Renten beziehen, haben sie geringere Renten. Das Armutsrisiko dort direkt an der Stadtautobahn ist wohl 50% höher. So, bis Treptow mussten nur diese 2 Häuser mit 5 Gebäuden fallen. Wenn die Autobahn weiter durch Ostkreuz und die neue Bahnhofstraße zur Frankfurter Allee Richtung Storkower Straße weiter verlängert wird, dann müssen viel mehr Gebäude fallen. Das heißt, man baut sich hier eine Schneise der Armut. Links und rechts profitieren dann vielleicht die Leute, weil sie eben halt mit der Stadtautobahn direkt zum Flughafen fahren können oder so und dort arbeiten können. Aber man schafft durch die Stadtautobahn extreme soziale Verwerfung, extremen Unfrieden. Außerdem zieht man natürlich Verkehr von der Ringbahn und vom ÖPNV ab, schafft also auch die Klimaziele von Berlin werden sozusagen nicht erreicht. Also das hängt direkt mit den Zielen von dieser Demo und mit anderen Dingen zusammen. Und ich kann euch nochmal aufrufen, kommt auf unsere Seite, tragt euch in euren Newsletter, unseren Newsletter ein. Nach den Sommerferien machen wir weiter mit den Aktionen und wir hoffen auf euch. In diesem Sinne nochmal, hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Hopp, 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 100 Stopp. Hopp, hopp, hopp.